Jo Leute, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video. Ich hoffe mal, euch geht's gut da draußen. Ja, ich weiß, mein letztes Video ist schon wieder 3-4 Tage her und ich habe gerade die Woche noch Urlaub. Leider ist heute mein letzter Urlaubstag. Aber, beziehungsweise ich wollte ja jeden zweiten Tag einen Vlog bringen. Ich habe es nicht geschafft, ich hatte so viel zu tun. Aber jetzt habe ich wieder Zeit und zwar heute ist Freitag, das heißt auch mein letzter Urlaubstag. Ich habe trotzdem die Zeit genossen, hier die Woche mal ein bisschen runterfahren von der Arbeit. Aber heute geht es um mein Studio wieder, so wie immer eigentlich in jedem Video. Ich zeige euch nämlich heute mal so ein paar Gadgets. Ich weiß noch nicht wie viele, aber ich zeige euch mal ein paar Gadgets für euer Studio daheim. Das heißt, wenn ihr so ein kleines Home-Studio habt oder so, dann bringen euch diese Gadgets, die ich dann euch zeige, eigentlich ziemlich viel. Zumindest mir bringen sie viel, weil erstens kann ich damit viel besser arbeiten. Zweitens ist es ja eine ganz andere Atmosphäre im Studio. Und drittens sieht es einfach cool aus. Aber bevor ich euch die zeige, muss ich jetzt noch, ja jetzt ist 18 Uhr, jetzt erst noch ein bisschen ins Fitness gehen, ein bisschen was für den Körper tun, ein bisschen was für die Gesundheit tun. Und da habe ich meine Sporttasche schon gepackt. Das heißt hier ein paar Sportschuhe. Apropos Sportschuhe, Leute, ich finde die mega geil. Die sind mega geil zum Trainieren. Und das heißt, ich gehe jetzt erstmal ein bisschen Fitness, so ungefähr 1,5-2 Stunden, mache meine paar Übungen. Meinen Körper ein bisschen fit halten. Voilà. Meinen Körper ein bisschen fit halten. Und dann würde ich sagen, melde ich mich danach nochmal, wenn ich zurück bin. Und dann zeige ich euch die Gadgets, die ich euch vorstellen will für euer Studio. Und ich würde sagen, bis gleich, Leute. For the stars, traveling so far, like a dragonfly, just grab my hand from him sin. So Leute, fertig mit dem Studio. Fertig mit dem Training, ihr könnt es wahrscheinlich schon sehen, ich bin total durchgeschwitzt. Wir haben es jetzt, weiß nicht, ob ich was sehen kann, 19.27 Uhr. Jetzt geht's heim und dann sehen wir uns im Studio wieder. Let's go! So Leute, sorry, dass ich so bei den Aufnahmen jetzt gezittert habe, aber bin noch ganz außer Atem. Ich habe heute Bizeps und Trizeps, ich kann gar nicht mehr sprechen. Ich habe Bizeps und Trizeps trainiert, deswegen ist es immer ziemlich schwierig, danach noch die Kamera zu halten, weil ich kann ja mal die Flasche halten und man kann es vielleicht schon ein bisschen sehen. Der Muskel ist übersäuert, glaube ich, sagt man. Auf jeden Fall kann ich nichts mehr hochheben, gar nichts mehr, aber wie gesagt, ich mache hier so random Vlogs, meistens ja vom Studio unten oder also von der Musik. Aber ich will auch solche Vlogs mit reinbringen, das heißt ein bisschen Fitness, ein bisschen was für die Gesundheit. Es gibt zwar auf YouTube schon, aber ich will es halt hier auch mit reinbringen, weil es ja hier so mein Alltag ist, nach der Arbeit, generell in der Freizeit viel Sport zu machen, fit zu bleiben, klaren Kopf zu bewahren. Und da ist Sport eigentlich ziemlich wichtig bei mir oder generell wichtig. Und genau, jetzt zeige ich euch mal kurz, was ich so nach dem Training mache. Die meisten müssen es ja schon kennen, die selber trainieren. Ja, nach dem Training gibt es bei mir einen kleinen Proteinshake. Einfach nur bisschen was für den Körper noch. Und zwar nehme ich einen Blender Bottle, nennt sich das. Den gibt es auch auf Amazon zu kaufen. Der ist ziemlich geil, weil man hat hier diese Maße, wie viel Liter hier reinpassen. Beziehungsweise ja, Milliliter. Und ich mache es halt immer so, ich nehme 300 Milliliter. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, wenn meine Kamera fokussieren würde. Jetzt, genau, also ich mache immer bis 300, auch wenn es ein bisschen drüber oder drunter ist, ist jetzt nicht so schlimm. Und dann benutze ich das gute Gold Whey. Das müsste eigentlich jeder schon kennen, der ein bisschen was mit Fitness zu tun hat. Ist eigentlich so, ja, das Standard-Proteinpulver, was man sich überall kaufen kann. Und ich verlinke euch natürlich die ganzen Sachen unten in der Videobeschreibung. Und dann nehme ich jetzt auch so, 2-3 Löffel.
und ich nehme das Protein zum Beispiel nur nach dem Training. Es gibt so welche, die nehmen es vor dem Training und nach dem Training oder generell jeden Tag. Gut, ich kann euch das jetzt hier nochmal kurz zeigen, die, wo es nicht kennen. So sieht es aus. Moment, so stinknormales Pulver. Nehme ich hier diesen Löffel, der dabei war. 1, 2 und 3. Dann schmeiße ich die Kugel hier rein. Die ist eigentlich nur dafür da, dass keine Klumpen entstehen. Und einfach kurz durchshaken. Schöner Erdbeershake. So Leute, in der Zwischenzeit kurz geduscht, neue Klamotten angezogen. Da fühlt man sich gleich wie neu geboren. Kurze Stärkung, also ich habe noch kurz was gefuttert. Und jetzt würde ich sagen, geht's endlich mal wieder ins Studio runter. Und dieses Mal machen wir es nicht ganz normal, dass ich die Treppen runtergehe, sondern wie viele YouTuber machen, sieht cool aus. Und zwar würde ich sagen, wir jumpen jetzt einfach mal. Ich habe hier auch schon meine Chillerhose an. Ich springe jetzt hoch und dann bin ich auf einmal im Studio. Also würde ich sagen, let's go. So Leute, willkommen zurück im Studio wieder. Ja, mit dem Jump, ich glaube, das mache ich jetzt bei jedem Video, weil das eigentlich ziemlich geil ist, weil dann kann ich mir eigentlich die Treppen sparen. Zumindest ihr könnt es im Video einige Zeit sparen oder es sieht einfach cool aus. Genau, nochmal zurück. Ich zeige euch noch kurz ein paar Gadgets, beziehungsweise so viele habe ich hier gar nicht, ist mir aufgefallen. Aber zumindest ein paar, die ich euch zeigen will, aber die kennt eigentlich auch schon jeder. Ich fange mal an. Ich hoffe auch, dass es mit der Belichtung hier wieder in Ordnung ist. Und zwar hier, also hier bin ich wieder in meinem Studio, das kennt ihr ja jetzt schon. Genau, eine, wie nennt man das, LED-Box, glaube ich, ist das. Die habe ich mir damals geholt vor, ich glaube, 2, 3 Monaten oder so. Und die ist ziemlich cool. Man kann hier jede mögliche, ja, Satz, Text, was weiß ich, reinschreiben. Ich habe zum Beispiel Melbourne Bounce. Ich habe damals angefangen hier, wo ich die ganzen Mixe gemacht habe, den Mix zu benennen. Das heißt, wenn ich Melbourne Bounce mache, habe ich hier Hashtag Nummer 4, das heißt vierter Mix. Dann habe ich es irgendwann aufgehört, weil ich einfach so just for fun die Mixe einfach komplett auch anders genannt habe. Aber ich werde es jetzt dann noch umgestalten. Ich will euch das nur mal kurz zeigen. Ich glaube, ich mache mal kurz das Licht aus. Hier oben ist zwar noch Licht an, aber man kann es jetzt besser erkennen. Und zwar hier an der Seite habt ihr einen On- und Off-Knopf. Und ich finde, das macht so viel aus, wenn man hier zack. Und ich finde das halt richtig geil im Studio. Hier ist halt ganz normal mein Schreibtisch. Und dann kommt hier diese LED-Box. Das heißt, ihr könnt echt alles beschriften, beziehungsweise das ganze Alphabet, Zahlen, Hashtags, Add, paar Smileys sind dabei. Da ist so viel Zeug dabei. Ich muss mal schauen, ob ich kurz die Verpackung finde. Also Verpackung habe ich gefunden. Das ist von Casa Deco Home Sweet Home. Also ich finde das einfach ein cooles Gadget. Das heißt, ich stelle mir das meistens immer hier rüber. Ja, es sieht wieder schlimm aus, weil wir hier gerade wieder umräumen, beziehungsweise das Haus aufräumen. Normalerweise stelle ich mir das hier hinter auf den Tisch, aber hier müllt sich schon wieder alles zu. Ja, ich bin hier wieder komplett am Aufräumen. Aber der Grund für diese LED-Box ist einfach, ich mixe ja hier drüben an meinem DJ-Controller. Meistens nehme ich dann hier mit einem Mikrofon oder beziehungsweise mit der Kamera dann meinen Mix auf, wenn ich einen Live-Mix mache. Und im Hintergrund leuchtet dann diese LED-Box natürlich dann umgeschrieben, beziehungsweise andere, ja, einen anderen Satz rein oder einfach meinen Künstlernamen, sage ich mal, tue ich dann da reinpacken. Und ich finde, ich kann euch das mal kurz zeigen, ich muss nur die Softbox kurz drehen. Ungefähr aus der Entfernung, hier steht noch so viel Zeug, ungefähr aus der Entfernung nehme ich auf. Und da hinten, also hierhin, steht dann die Softbox. Das heißt, man hat da noch so einen kleinen Effekt, beziehungsweise die Leute, ja, haben noch ein bisschen mehr Details im Video oder ich finde es einfach ein bisschen schöner im Video. Und es ist einfach so, ja, ein Gadget, kostet nicht viel, es gibt es auf Amazon, da gibt es glaube ich auch wieder 10.000 Sachen. Ich habe mir das, wie gesagt, damals beim Lidl geholt, das war ziemlich cool, weil ich habe es auf Amazon geschaut. Und da gibt es ja, wie gesagt, glaube ich, 10 verschiedene oder so. Und bei dem einen waren die Rezensionen total schlecht, bei dem anderen wieder gut. Und dann bin ich spontan zum Lidl gefahren. Und was gab es beim Lidl? Eine LED, wie nennt man die? LED oder Lightbox, genau, nicht LED. Eine Lightbox. Und die war ziemlich günstig und dann dachte ich mir so, hey komm, nimm die doch einfach mal mit. Und ich zeige euch jetzt noch mal kurz, was hier alles drin ist. Und zwar, ich gehe mal ein bisschen ins Licht mit euch. So. Kurz den Mist hier auf.
So, genau, also hier sind so, kann ich mal kurz welche raus tun, so eine Art Folie und dann sind halt hier die ganzen Buchstaben. Ich glaube, jedes ist zweimal dabei und die kann man hier einfach ganz easy rausbrechen oder beziehungsweise einfach herausdrücken und dann in die Box, Moment, in die Box einfach hier an der Seite reinschieben und dann ergibt sich dann irgendwie so ein Wort oder was ihr haben wollt. Und ich kann euch mal kurz zeigen, nämlich auf der Rückseite von der Verpackung kann man nochmal sehen, was alles dabei ist. Also ihr habt hier A, das Alphabet ganz normal, dann habt ihr hier die ganzen Zahlen, dann habt ihr hier noch ein paar Zusatzmuster, also komplett krass. Und dann habt ihr hier noch ein paar Emojis, beziehungsweise irgendwelche, ja, Palmen oder eine Torte, ein Donut. Also da gibt's etliche Sachen. Wenn man das cool irgendwie, ja, zusammenwürfelt oder beziehungsweise zusammenstellt, dann gibt's manchmal echt, oder es sieht dann echt cool aus und ich finde das einfach hier hinten dann bei dem Mix einfach viel interessanter, viel schöner. Und das ist so mein Gadget Nummer 1, oder was heißt Nummer 1, aber ein Gadget, was ich auf jeden Fall immer hernehme, wenn ich einen Live-Mix mache. Und genau, ich verlinke euch natürlich die ganzen Produkte, wenn ich sie finde, beziehungsweise auf Amazon finde ich es ja. Aber da gibt es natürlich 10 verschiedene wieder oder mehrere. Das heißt, klickt euch da auch mal ein bisschen durch, schaut nach, wenn ihr sowas kaufen wollt. Aber diese LED- oder Lightbox müsstet ihr eigentlich schon kennen, wenn ihr YouTube schaut, weil ungefähr jeder YouTuber die hat. Die hat er irgendwo, zum Beispiel einer, der wo produziert, ein YouTuber, der Musik macht, stellt sie irgendwo hier hinten hin. Das Problem ist, ja, ich habe hier null Platz mehr. Da hinten passt nichts mehr rein. Hier ist mein neuer Bildschirm, hier ist der zweite Bildschirm und hier, nee, das geht einfach nicht mehr. Aber ich suche schon eine Alternative bzw. einen neuen Tisch, weil der mir einfach viel zu klein ist. Und ja, diese Ecke hier, weil mein Tisch hat ja diese L-Form, sage ich mal, und ich brauche das einfach nicht mehr. Das ist, ja, das nimmt viel zu viel Platz weg und der Tisch alleine ist auch viel zu klein. Deswegen werde ich da nach einer Alternative schauen, aber irgendwann wird es soweit sein, dass ich mir einen neuen Tisch hole. Ich weiß noch nicht welchen, aber ich halte euch auf dem Laufenden. So Leute, Gadget Nummer 2 ist eigentlich ziemlich cool, kennt jeder eigentlich und ist ziemlich praktisch für mich beim Arbeiten. Also ich finde, es hat eine viel geilere Atmosphäre hier drin und es macht viel, viel, viel mehr Spaß zu arbeiten. Und zwar ist es eine LED-Leiste. Ich habe die mir hier hinter den Tisch geklebt. An dem Tag, wo ich mir den Tisch gekauft habe, habe ich mir auch gleich diese Leiste bestellt, habe sie hinten verklebt und ich zeige euch mal jetzt kurz, wie das aussieht, wenn ich die anmache, weil ich habe hier einen Schalter, den müsstet ihr eigentlich dann auch kennen oder kennen viele, da kann man verschiedene Farben einstellen und genau, und dann kann man so, ja, Flashlight und Jumplight und schieß mich tot, also da kannst du die Helligkeit verändern und die Schnelligkeit, wie sich die Farben ändern sollen und was für Farben überhaupt du sehen willst. Und also da gibt's, oder die, wie sagt man da, nicht die Helligkeit, sondern ja, die, wie hart soll das Licht sein. Und das ist eigentlich alles auf dieser Fernbedienung zum Auswählen. Und ich finde das eigentlich ziemlich cool, weil wenn ich produziere oder Musik mache, dann mache ich mir immer so am Anfang so ein warmes Licht, meistens immer so ein hellblau oder so, oder ein lila, so helllila. Und dann fange ich an zu produzieren, weil das einfach eine schöne Atmosphäre hier in den Raum bringt. Und ich zeige euch auf jeden Fall jetzt mal, wie das Ganze aussieht. Nehme ich euch mal kurz mit. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt hier den On-Knopf drücke, bam, könnt ihr schon sehen, wie das Ganze hier im Studio ist. Und ich finde, so lässt sich das viel geiler, ja, arbeiten, produzieren. Ich mache mal kurz das Licht aus. Und das sieht doch pervers aus, Leute. Und dann kann ich hier, gibt es denn hier so Party-Stimmung, das heißt, wenn mein Mix fertig ist, gönne ich mir das. Ich zeige euch das mal hier von der Seite, komplett Flash. Dann kann man halt hier wieder die verschiedenen Farben auswählen. Ich finde auf jeden Fall, ist ein richtig geiles Gadget und wie gesagt, die sind überhaupt nicht teuer und macht eigentlich so viel im Studio bei mir aus. Und ich finde es einfach viel angenehmer, damit zu arbeiten, einfach eine schöne Atmosphäre hier reinzubekommen. Ich zeige euch jetzt nochmal kurz, wie ich das verklebt habe. Es ist überhaupt nicht professionell. Aber ihr könnt es vielleicht hier an der Seite sehen. Ja, klebt nicht mehr alles. Kann man einfach hier so wieder dran kleben. Einfach hier die komplette Tischleiste entlang. Eigentlich war es das hier mit den Gadgets, weil mehr habe ich eigentlich nicht. Ich will hier noch eins machen, so eine Lichterkette. Das wird dann geil, auch weihnachtenmäßig sein. Da gibt es hier wieder etliche im Angebot oder generell überall zu kaufen.
Da werde ich mir so eine LED, so eine weiche, weißt schon, wo die Farben so leicht übergehen, werde ich mir hier noch so hinbauen. Und genau, andere Sache, ein Mix ist seit gestern auf meinem anderen Kanal online. Checkt den unbedingt mal gerne ab, kommentiert das Ganze mal, sagt mir mal eure Meinung dazu, wie ihr das so findet, so eine Musik zu hören oder ob das eure Richtung überhaupt ist und was ihr so hört, würde mich mal interessieren. Also wie gesagt, der Link ist unten in der Videobeschreibung, checkt das Ganze mal ab. Genau Leute, noch ganz was Wichtiges. Ich habe euch ja erzählt, ich will ja eigentlich Tutorials machen, wie ich produziere. Und das Problem ist, ich arbeite ja mit diesem Audio-Interface. Und das Ding ist, wenn ich jetzt hier recorde, also wenn ich jetzt da irgendwie mit OBS, das ist ja dieses Standardprogramm, wenn ich damit irgendwie aufnehmen will, wie ich produziere oder wie das funktioniert, dann kriege ich keinen Sound raus. Das andere Ding ist, ich habe hier auch noch gar kein Mikrofon. Ich habe zwar hier diese Halterung fürs Mikrofon, ich kann es euch mal kurz zeigen. Genau, hier kommt halt das Mikrofon rein. Ich habe jetzt einfach die Lösung gefunden, diese ganze Einleitung, wie FL Studio funktioniert, was man damit alles machen kann, was für Alternativen es gibt oder so, die kann ich euch mit meinem Headset, ja, ich zeige euch das mal kurz, hier, mit diesem, ja, Shark-Headset, das habe ich mir damals geholt zum Zocken, das heißt, ab und zu zocke ich ja auch, und wenn ich einfach mein Audio-Interface ausstecke und dieses Headset einstecke, funktioniert OBS oder OBS ohne Probleme. Ich kann den Sound von meinem Desktop aufnehmen, das war das Problem, was ich nicht machen konnte mit meinem Audio-Interface. Das heißt, es wird demnächst ein Video kommen, vielleicht drehe ich es morgen schon ab, ich weiß es noch nicht. Wird auf jeden Fall ein Video kommen, wie das Ganze aussieht oder wie was FL Studio ist und dann wird endlich mal eine schöne Playlist erstellt, wo ihr euch von A bis Z alles anschauen könnt, soweit ich alles weiß. Also ich zeige euch so, was ich alles weiß über FL Studio und dann könnt ihr eigentlich auch loslegen zu produzieren, zu remixen und. Aber Leute, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen da draußen. Wenn ja, gebt's mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal. Ihr findet alle Produkte und alle Sachen immer unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, meinen anderen Kanal findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und in diesem Sinne, genießt den Tag, macht's was draus. Bis zum nächsten Video. Peace.